Ein kompletter Balken halt voll. Ich weiß gar nicht. Gar nicht, wieso ich das Zepter nicht benutze. Wenn ich privat spiele, benutze ich das Zepter in diesem Level eigentlich nur. Das Depot. Ich habe keine Ahnung warum, aber vielleicht sollte ich die Pistole auspacken. Oh! Da ist eine Bombenkiste. Bomben finden die Zombies nicht ganz so toll. Ich muss Munition sparen. Bomben finden die Zombies nicht ganz so toll und deshalb zerspringen sie... Nein, sie finden die Bomben toll. Deshalb zerspringen sie vor Freude in alle Himmelsrichtungen, die man sich auch nur ausdenken kann. Wir haben fast genug Energie für den Kelch und bald werden wir genug Energie haben. Das hier ist jetzt ziemlich schwierig. Also das jetzt noch nicht. Das hier ist jetzt ein ganz normales, friedliches Kistenrätsel. Wenn ich es hinkriege. Warte. Es ist alles dieses Rampenfieber. Dieser Vorführeffekt. Jetzt dreh dich um. So. Wir haben es geschafft. Wir haben uns hinter die Kiste gestellt. Jetzt sind wir ein Held. Wir haben ja praktisch die Welt damit gerettet. Theoretisch. Yay. Da hoch hätte ich gar nicht gemusst. Stimmt. Oh mein Gott, es sind Hunde. Und diese Hunde, glaubt es mir, diese Hunde haben es in sich. Die haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, euch fertig zu machen. Euch, Zuschauer, wenn ihr dieses Video anseht, ihr werdet da fertig gemacht von diesen Hunden. Merkt ihr es schon? Ach, ich hasse euch. Also jetzt nicht euch, Zuschauer, die ihr dieses Video guckt, aber euch Hunde, die ihr dieses Video nicht guckt. Warum gucken die meine Videos nicht, die Spasten? Setz dich sofort an, Bitz. So, jetzt. Jetzt aber, du bist der Letzte deiner Art. Nichts hier, Legion, denn unser sind viele. Du bist der Letzte gewesen. Und jetzt sind die Hunde ausgestorben. Aber leider nur in diesem Ort hier. Es gibt auf der Welt noch mehr Orte als einen. Merkt es endlich. Wir haben genug Seelen zusammen, um uns den Kelch unter den verknöcherten Fingernagel zu reißen. Und als solcher, was will ich sagen? und indessen werden wir ihn uns auch aneignen. Hier geht es hoch auf die Schienen zum Kelch. Ihr habt den Kelch eben nicht gesehen. Ich auch nicht. Er ist ja auch gut versteckt. Bling! Einmal Kelchladung kommt sofort. Danke. Ihr wisst nicht, wie lange ich gebraucht habe, um den zum ersten Mal zu finden. Und ich glaube, das ist auch besser so. ich fand den Kelch der Seelen. Und ich finde auch den Weg runter. Und hier wird es unfair. Ah, wow! Ich hab's geschafft! Ich bin rückwärts eine Leiter runtergegangen. Elvis lebt, Leute! Wir haben einen Schlüssel für dieses Stadthaus und wir haben ihn soeben verwendet. Hier muss es irgendetwas geben. Irgendetwas Interessantes. Kisten! Wir können Kisten zerstören. Das ist so. Und ich habe eine Taschenuhr gefunden. Dadurch geht die Tür auf. Das ist... Natürlich, wenn man Taschenuhren aufhebt, öffnen sich Türen. Aber ist das bei euch zu Hause nicht so? Mann, wo wohnt ihr? Also das ist doch... Seit 100 Jahren hat sich dieser Mechanismus durchgesetzt. Wir alle ziehen eine Taschenuhr aus den Taschen, deshalb heißt die Taschenuhr, um Türen zu öffnen. Und... Was ist dies? What is this? Das ist das Levelende. Wie ihr seht, ist es nichts anderes als... der Übereingang zum Museum. Master Whoopi, please be booty. Yes, it's a pity we cannot yet enter the tomb. We will return. Ein Grab. Hoffentlich nicht meins. Ach ja, Heimweh.
Normal würde ich ja jetzt anrufen und sagen, hier Area 51, euch ist hier, ne? Levelende und wir sehen uns im nächsten Level in der Grabkammer von Kensington. Also in der Grabkammer des Kensington Museums. Ah nein, das zeige ich noch kurz. Moment. Oh, Zai, wer war, Monsieur? Natürlich. Natürlich möchten wir speichern. Wir möchten nicht, dass unser hart erkämpftes... ja, ihr wisst ja, was ich meine. Und hier machen wir das nächste Mal weiter. Wir stehen auf wackeligen Füßen, Leute. Werden wir es schaffen? Ihr werdet sehen. Bis dahin. Ciao.